Zu Beginn des Films beobachten wir den Protagonisten beim Joggen. Gianni bemerkt seine schöne Freundin, stellt sich als Massimo vor und verbringt unvergessliche Nächte mit ihr. Am Abend betritt der Held ein überfülltes Etablissement und trifft ein anderes Mädchen, diesmal nennt sich der Mann Francesco. Mit einer anderen Frau, die als Schaffnerin arbeitet, wird er zu Peter. Beim Abendessen lachen seine Freunde Gianni aus, weil sie denken, dass er in einer Woche zu viele Namen und Berufe gewechselt hat. Der Held lächelt und scherzt, dass die Ehefrauen von einigen von ihnen auch nichts dagegen hätten, die Nacht mit dem Diplomaten Peter zu verbringen. Dante ist mit Gianni an einem Tisch zu Mittag und fragt sich, ob sein Freund es nicht leid ist, ständig so zu tun, als wäre er jemand anderes. Der Held gibt die Idee auf, eine Frau zu gewinnen, indem er selbst ist. Gianni erhält einen Anruf und Dante fragt sich, ob er von seiner Mutter kommt und ob sie sich versöhnt haben. Der Held berichtet traurig, dass die Frau verstorben ist. Gianni kommt zu spät zur Beerdigung und gerät zunächst sogar in eine andere Prozession. Sein Bruder Ruggeri sieht tadelnd zu und wird wütend, als der Held klarstellt, dass er die Trauerrede nicht halten wird. Der Mann bittet Gianni, die Sachen aus der Wohnung seiner Mutter zu holen. In der Wohnung angekommen, wandert der Held durch das Zimmer und sieht sich die Sachen an. Gianni setzt sich auf den Stuhl seiner Mutter und sieht sich Fotos an, von denen die Frau einige von seinem Vater ausgeschnitten hat. Der Held schaltet auch ein Lied ein und tanzt leicht dazu. Alessia, ein Mädchen, das in die Nachbarwohnung zieht, findet ihn in diesem Zustand vor. Als sie Gianni im Stuhl sieht, verwechselt sie ihn mit einem Menschen mit Behinderung und sagt, dass sie bereits mit solchen Menschen gearbeitet hat und jetzt einen Job sucht. Der Held findet Alessia ziemlich attraktiv und plant, sie ins Bett zu bekommen, indem er vorgibt, ein Mann zu sein, der Schwierigkeiten beim Gehen hat. Gianni erzählt Dante von diesem hinterhältigen Plan. Auf der Arbeit versucht der Held, einen Geschäftsplan zu entwickeln, um Turnschuhe besser verkaufen zu können. Ein Mädchen namens Julia schlägt vor, eine Werbekampagne mit Paralympicsiegern zu machen, um die Aufmerksamkeit junger Menschen zu gewinnen. Gianni ist jedoch wütend, denn er ist der Meinung, dass sich seine Schuhe abnutzen und nicht ewig halten sollten, damit die Leute stattdessen neue kaufen, und er wird keine Menschen mit Behinderungen in die Werbung einbeziehen. Die Idee gefällt dem Helden so wenig, dass er Julia verjagt. Daraufhin zieht Gianni seine alten Klamotten an und geht zur Wohnung seiner Mutter. Der Held will Alessia wiedersehen und um bei ihr zu klingeln, muss er von seinem Stuhl aufstehen und seine Legende brechen. Das Mädchen erklärt sich gerne bereit, mit Gianni bei ihm zu Hause Kaffee zu trinken. Der Held versucht, an den Zucker zu kommen und steht wieder vom Stuhl auf. Julia bemerkt das und denkt, dass Gianni seine Fähigkeiten einfach überschätzt hat. Danach schaut der Held oft auf die Figur des Mädchens, aber sie lächelt und hält es nicht für etwas Schlimmes. Gianni will nicht als arbeitslos und gebrechlich erscheinen, also erzählt er ihr, dass er trotz seines Zustands mehrere Unternehmen in Italien besitzt. Bevor er geht, lädt Alessia den Helden ein, ein Wochenende mit ihr und ihren Freunden zu verbringen. Auf der Straße bewegt sich Gianni wie gewohnt, aber als er die Stimme des Mädchens hört, steigt er wieder in den Kinderwagen. Alessia gibt ihm die Adresse und bittet ihn, ihr Treffen nicht zu vergessen. Giannis Kinderwagen bleibt in einem Abwasserkanal stecken, aber der Held tut so, als würde er sich nur in der Sonne ahlen. Der Held erreicht einen bestimmten Ort mit dem Auto und den größten Teil des Weges fährt er im Rollstuhl und wird schließlich sehr müde. Kurz vor dem Haus ist Gianni erschöpft und beschwert sich, dass das Mädchen auf dem Land lebt. Alessia heißt den Helden freudig willkommen und bringt ihn ins Haus. Bald wird sie durch die Ankunft von Tante Chiara abgelenkt. Gianni ist von der Schönheit des Mädchens beeindruckt, stellt dann aber fest, dass auch sie sich in einem Rollstuhl fortbewegt. Durch die Blicke von Alessia und ihrer Großmutter wird dem Helden endlich klar, wozu er eingeladen wurde. Chiara sieht Gianni genau an und lächelt ihn an. Die Großmutter erzählt dem Helden, dass er reingelegt wurde, er hat mit einem Mädchen gerechnet, aber ein anderes bekommen. Chiara sagt, dass sie versucht, ein erfülltes Leben zu führen, Tennis zu spielen und einkaufen zu gehen. Außerdem ist das Mädchen beruflich in der Musik tätig. Später bespricht Gianni mit Freunden, was passiert ist. Sie schlagen vor, Chiara Aufmerksamkeit zu schenken, da sie sehr hübsch ist. Trotz Dantes Bitten, das Mädchen nicht zu beleidigen, schließt Gianni eine Wette ab, dass er ihr Herz gewinnen wird. Bald wird Alessia von Ruggeri konfrontiert. Der Mann ist überrascht, als er erfährt, dass sein Bruder begonnen hat, sich im Rollstuhl fortzubewegen und sich in der Wohltätigkeitsarbeit zu engagieren. Das Mädchen ist besorgt, dass sie Gianni beleidigt hat, als sie ihm Chiara vorstellte. Ruggeri versucht, mit seinem Bruder zu reden, aber er ist zu sehr in seine Lügen vertieft und hat nicht vor, aufzugeben. Gianni fragt Chiara nach einem Date, indem er ihr eine Sprachnachricht hinterlässt. Der Held kommt zur Arbeit und erhält unerwartet die Information von der Sekretärin, dass ein Mädchen im Rollstuhl zu ihm gekommen ist. Da Gianni keinen eigenen zur Hand hat, setzt er sich an seinen Schreibtisch.
Chiara denkt, dass der Held sich schämt, vor Kunden im Rollstuhl zu sitzen und bittet ihn, zu lernen, mit diesem Aspekt des Lebens anders umzugehen. Das Mädchen lädt Gianni zu ihren Wettbewerben ein und schlägt vor, danach etwas zu trinken. Um das Mädchen zu beeindrucken, erinnert sich der Held an Julias Angebot und erzählt ihr, dass er vorhat, behinderte Menschen in der Werbung für seine Sneaker einzusetzen. Als sie geht, bittet Gianni seine Sekretärin, ihm einen Rollstuhl für den Abend zu besorgen. Die Frau erkennt, wozu der Rollstuhl gut ist und verurteilt den Helden lautstark. Bei dem Wettbewerb bewundert Gianni Chiaras Ausdauer und ihr Spiel. Der Held lädt das Mädchen auf einen Drink ein, doch er muss sie mit ihren Freunden teilen. Gianni ist schockiert, dass Menschen mit Behinderungen andere Sportarten spielen und versuchen, so zu leben wie alle anderen. Nachts hat der Held deswegen sogar einen Albtraum. Am nächsten Tag bringt die Sekretärin Chiara den Kinderwagen zurück, mit dem Gianni zufällig abgehauen ist, und bewundert sie aufrichtig. Die Frau ermahnt Gianni, weil sie glaubt, dass er mit seinen Lügen unerträglichen Schmerz verursachen kann. Der Held leiht sich einen Kinderwagen von einem Mann und kommt zu Chiaras Konzert. Trotz seiner Abneigung gegen klassische Musik gefällt Gianni das Konzert sehr gut. Der Held trifft Chiara und gemeinsam gehen sie in ein Restaurant. In dem Lokal gerät Gianni wegen seines Kinderwagens mehrmals in eine unangenehme Situation. Der Held flirtet mit Chiara und bewundert sie. Das Mädchen bemerkt daraufhin, dass Gianni sehr wankelmütig ist, er wechselt jeden Tag den Kinderwagen. Nach dem Abendessen zieht Chiara ihre Absätze aus und sagt, dass sie es mag, barfuß zu sein und sich vorstellt, dass sie tanzen würde. Das Mädchen ist verlegen, willigt aber trotzdem ein, Gianni auf ihr Zimmer einzuladen. Bevor er eintritt, küsst der Held Chiara und alles läuft gut. Doch sobald Gianni zu aktiveren Aktionen übergeht, ist das Mädchen verlegen und sagt, dass sie früh aufstehen muss. Am nächsten Tag unterhält sich der Held mit Dante über die Sensibilität von Menschen mit Behinderungen. Der Mann antwortet, dass es bei Frauen vom Grad der Rückenmarksschädigung abhängt. Gianni lädt Chiara zum Abendessen ein, woraufhin er sich sofort mit einem anderen Mädchen vergnügt. Alessia fragt Chiara, ob sie froh ist, dass sie einen Helden getroffen hat. Das Mädchen antwortet, dass sie sich mit Gianni komplett fühlte und merkte, dass sie als Frau angesehen wurde. Beim Abendessen erzählt Chiara ihm, dass sie einen Unfall gehabt hat. Ihre Geige wurde überhaupt nicht beschädigt, der andere Fahrer wurde nur leicht verletzt, aber sie hat ihre Beine verloren. Gianni arrangiert eine Überraschung für das Mädchen, ihr Tisch wird unter Wasser getaucht. Chiara küsst den Helden und sie bleiben allein und genießen es. Als das Mädchen nach allem einschläft, macht Gianni ein Foto von ihr, um seinen Freunden seinen Erfolg zu beweisen. Doch der Held spürt eine unbegreifliche Sehnsucht. Während der Flucht ruft Gianni das Mädchen an und kommt sie besuchen. Der Held warnt, dass er etwas zu sagen hat, aber als Chiara ihn danach fragt, schweigt er und wechselt das Thema. Das Mädchen erzählt, dass sie vor allem diejenigen nicht mag, die nahestehende Menschen anlügen. Bald darauf geht Gianni zusammen mit seiner Sekretärin und Dante zu ihr zum Abendessen. Sie verlangen, dass der Held Chiara endlich die Wahrheit sagt, sonst werden sie es tun. Beim Abendessen tut Gianni dies jedoch nicht. Alessia wird von Ruggeri besucht, der ihr endlich die Wahrheit sagt. Das wütende Mädchen ohrfeigt Gianni und gibt ihm 2 Tage Zeit, Chiara alles zu erzählen. Der Held ist sehr nervös und geht zu seinem Vater, um ihn um Rat zu fragen. Gianni hat Angst, dass er Chiara verliert, wenn er es jetzt erzählt. Der Held ruft sie an und lädt sie ein, mit ihm auf eine kleine Reise zu gehen. Alessia versucht ihr Bestes, Chiara davon zu überzeugen, dass Gianni nicht zu ihr passt. Dann gibt das Mädchen zu, dass sie schon geahnt hat, dass der Held laufen kann, aber sie will sich wirklich geliebt fühlen, auch wenn es eine Lüge ist. Während der Reise beschließt Gianni, den Tempel zu besuchen. Der Priester bittet ihn hinein und bittet ihn, nicht aufzustehen und so zu tun, als sei ihm ein großes Wunder widerfahren, denn sonst würde der Betrug früher oder später auffliegen und die Menschen würden aufhören, an die Heiligkeit dieses Ortes zu glauben. Der Mann sagt, dass er alles aus Giannis Schuhen erraten hat. Der Held geht mit dem Kinderwagen zurück zu Chiara. Gianni sieht, wie das Mädchen traurig auf die Straße geht, wo ein Lastwagen die Straße entlang rast. Der Held steht von seinem Stuhl auf und rettet Chiara. Das Mädchen weint und kehrt zum Bus zurück. Dante bittet darum, nicht mit ihnen zu fahren. Gianni bleibt allein zurück und merkt, dass er gerade einen Menschen verloren hat, den er sehr geliebt hat. Chiara weint und versucht, zur Vernunft zu kommen. Gianni nimmt einen Anhalter mit und kehrt, in schwere Gedanken versunken, nach Hause zurück. Die Freunde verurteilen den Helden für die Situation mit Chiara und auch dafür, dass er mit der Frau eines von ihnen zusammen ist. Gianni schenkt seiner Sekretärin eine Karaoke, da er gesehen hat, wie sie einmal beim Abendessen mit Chiara gesungen hat. Aber die Frau nimmt das Geschenk nicht an und teilt ihm mit, dass sie kündigen wird. Bei einem Treffen übergibt Gianni das Wort an Julia und will einen Werbespot mit den Paralympicsiegern machen.
Der Held besucht Chiaras Großmutter und fragt, wo er sie finden kann. Gianni kann weder essen noch schlafen, das Leben hat für ihn seine früheren Farben verloren. Die Frau willigt ein, ihm zu helfen und nennt ihm den Ort, an dem Chiara heute Abend auftreten wird. Gianni fängt den Bus ab, aber das Mädchen sagt, dass sie niemanden braucht und schon gar nicht einen Mann wie ihn. Der Held geht und beginnt mit zermürbenden Joggingrunden, um mit den Schmerzen fertig zu werden. Als Gianni vor Erschöpfung hinfällt, reitet Chiara unerwartet auf ihn zu und hilft ihm aufzustehen. Das Mädchen bietet dem Helden an, auf ihrem Schoß zu sitzen und gemeinsam fahren sie bis zum Ende der Strecke. Bald kommt Giannis 50. Geburtstag. Anstelle von Reden und Glückwünschen beginnen alle zu tanzen. Gianni nimmt Chiara in die Arme und wirbelt mit ihr herum, um das Glück zu genießen, das er endlich gefunden hat. Dies ist das Ende des Films. Danke, dass ihr euch den Film bis zum Ende angesehen habt. Gebt diesem Video ein Like. Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Film haltet, und wir sehen uns in neuen Videos.